Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 373 von Simotrans mit dem Pack German. Ja, unsere Aufgabe diese Runde ist es, die Trasse hier unten zu elektrifizieren. Das würde ich sagen, fangen wir gleich nach dem Intro an und gucken dann weiter, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Kurz hier noch, damit wir einen Fullscreen haben. Der fehlt da immer ein bisschen wegen dem Bilderrahmen drumherum, ne? Also Fensterrahmen. So, das bedeutet, wir wollen hier Strom dran haben. Bis 120 km/h, bis 160 km/h machen wir mal. So, das haben wir schon. Das haben wir dann auch. Das haben wir auch. WASD ist hier besser zu nehmen wie alles andere, ne? Wo waren wir hier mit 160, ne? Ja, okay. So, dann aus dem Lokschuppen raus bis hierhin. Dann können wir bis dahin machen. Dann ist das auch elektrifiziert. Das ist schon mal gut. Und von da nach da und von da nach da und von hier nach da und von da nach da. Das passt dann auch dort. Dann machen wir hier auch gleich durch und da auch gleich durch. Da passt es auch. Dann binden wir hier, ach, die Strecke geht da drunter her, okay. Das haben wir auch. Hier haben wir noch irgendwie was stehen. Da, bis da. Okay. Das sieht erstmal gut aus, oder? Das haben wir auch. Und von da nach da. Das haben wir auch. Hier ist doch auch, naja, ist wohl auch. Und von da müssen wir nur nach da. Und jetzt müssten wir die ganze Strecke elektrisch haben, ne? Sieht erstmal gut aus. Jetzt müssen wir hier noch das weitere machen. Wo ich jetzt nicht weiß, ob wir das da brauchen oder das Fahrzeug austauschen dafür, aber jetzt ist, ja, das müssen wir wahrscheinlich, weil hier die Kohle hinkommt. Und hier rechts beim Kraftwerk hatten wir schon, hier die Abbiegung noch nicht. So, dann da weiter. Bis nach hier hinten, ne? So, jetzt ist alles elektrisch. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst oder sowas oder irgendwo ein Nebengleis oder so nicht gemacht, aber das sieht bis ins Lokschuppen gut aus, ne? Gut, was haben wir hier für ein Problem? Stecken alle fest? Okay, dann müssen wir da dran arbeiten. Sieht so aus, als ob hier was fehlt, ne? Da unten haben wir aber genug Platz noch. Dann lass uns da schnell noch was bauen. So, so und so. Machen wir es so erstmal, oder? Und dann eine Haltebucht. Ne, die da wollen wir haben. So, drei Stück, dann geht erstmal was, oder? Läuft natürlich schief, wenn die Anlieferung nicht funktioniert, ne? Ist das die Anlieferung? Gute Frage, ne? Ja, ist die Anlieferung. Der sollte dann gleich wieder fahren, ne? Okay, aber warum fährt er nicht rein? Hat er auf freie Strecke? Weil der da jetzt drin ist oder was? Das macht jetzt keinen Sinn, ne? Es sind doch drei hier frei, da kannst du doch noch einen aussuchen. Hä? Wollen die jetzt alle da rein oder was? Das wäre ziemlich doof, oder? Sieht aber so aus. Mach mal schneller gerade.
Ja, es fährt tatsächlich. Ah, ich sehe schon warum. Gut, dann bedeutet das, wir reißen das mal hier gerade weg. Na, das war jetzt falsch. So sieht es besser aus. Und das Ganze nochmal so und so. Und dann müssen wir das so machen. So und so. Und dann haben wir auch drei Buchten. Da war ein kleiner Fehler beim Lenken drin, ne? Jetzt fahren sie auch alle rein, ne? Weil jetzt drei Buchten sind, weil die waren hier unten nicht beide mit dem da verbunden. Da lief was schief. Und jetzt läuft's, oder? Vieh und Milch gibt's hier. Aber was liefern wir denn hier an? Getreide. Weil der LKW, der Zug das transportieren kann? Nein. Wofür brauchen wir hier Getreide? Verstehe ich nicht. Der Bauernhof. Produziert Vieh und Milch. Aber warum bringen wir hier das Material hin? Kommt hier ab und zu mal ein anderer Zug noch vorbei oder was? Hier steht jetzt nichts. Jetzt kommt wieder einer. Okay, die sind weiter. Ist der Zug denn jetzt hier mit voll? Ach, das ist ein Weizenzug. Ich dachte, das wäre was anderes. Okay, nee, dann passt es ja wohl. Und dann fährt er doch gleich auch irgendwann, ne? Ja, der ist ja gleich voll. Das ist schon mal gut. Gut, da fährt er. Verfolge ich den mal gerade. War mal gerade schneller. Jetzt müsste er hier ja schon das erste gleich abliefern. Glaube ich. Oder hat er schon? Ne, hat er nicht. Fährt durch. Okay, jetzt bringt er das da hin. Und entlädt alles. Gut. Fährt er da durch oder hält er da an? Er hält da wohl an. Bringt aber nicht wirklich was, ne? Was ist denn mit der anderen Mühle? Lief nicht, ne? Oder doch? Jetzt kommt hier keiner mehr. Okay. Ah, jetzt haben die da oben genug und jetzt passiert hier nichts mehr. Alles klar. Hat sich dann damit erledigt. Auch gut. Und das gleiche ist hier. Die stehen da, warten auch. Ja, genau so ist es. Alles klar. Gut, wir waren aber hier jetzt mit dem anderen Zug unterwegs, der jetzt hier nicht weiterkommt, weil irgendwas blockiert ist. Weil hier vielleicht ein Signal fehlt. Kann das sein? Fährt der Zug jetzt weiter oder fährt er nicht weiter? Ja, jetzt fährt er weiter. Gut. Behobenen Fall, würde ich sagen. Jetzt kann der nämlich auch durchfahren. Das wäre noch schön zu wissen. Der ist gerade leer. Das heißt, den können wir auch gerade ins Depot schicken. Fahren wir zum Depot, bitte. Weil dann können wir hier gleich was machen. Weil da musste eine stärkere Lok dran, ne? Oder wie war das? Die 2800 PS, die sind jetzt nicht so der Bringer wohl. So, dann müssen wir hier weiter gucken. Da ist er. Jetzt müssen wir hier Loks, Elektrotraktion auswählen. Ne, da wo Loks. Nur benötigte. Ne, kann man hier auch elektrisch jetzt auswählen? Das ist die Frage, ne? Elektrisch, ne. Ich meine, man konnte das irgendwo auswählen, ne? Da oben steht, dass es elektrifiziert ist. Außer Dienststellung, ich Außendienststellung, dachte ich gerade. Leistung, Material. Ja, komm, dann lassen wir nach Leistung sortieren. Und maximale Geschwindigkeit. Nee, dann Leistung ist schon richtig. Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier die Leistung gerade? Die steht da nicht, oder was? Da unten steht sie jetzt. Da steht sie nicht. Okay, dann haben wir hier eine mit 6000
400. So, voranstellen geht bei der auch nicht. Anhängen. Die könnte man auch anhängen. Wieso kann man die denn nicht voranstellen? Naja, 220 km/h ist leider auch zu schnell. 160 und 2650 Kilowattstunden, das bringt mich nicht weiter, weil ich hatte eine, die jetzt 2,8 hat. Warte mal, der Anhänger konnte auch nur 120, ne? Dann ist das ja hier die passende Lok. Das hatte Tante Mimi ja schon immer beanstandet, ne? Dass ich zu falsche Züge da habe. So, und jetzt hat's geklappt, ne? Und jetzt können wir wieder auf Start stecken, schalten, schicken. So, und jetzt muss die Diesellok hier dran glauben. Verkaufen. Und die auch verkaufen. So passt's. Und jetzt verlässt das Depot. Jetzt ist es verlassen. Jetzt gehen wir gerade hinterher, gucken, wo die hinfährt und was die macht. So, 2125 Tonnen Schüttgut wird jetzt hier geladen. Ich weiß noch nicht, wie viel reinkommen. Es gibt auf jeden Fall was. Aber nur 300 Kilo, 300 Tonnen. Und jetzt ist die Frage, bringen hier welche? Da steht ja noch einer. Ich glaube, die bringen noch was, ne, oder? Okay, der fährt jetzt dahin. Und hat den Laden, aber hier kommt nichts zu. Was sind das denn für welche? Salze. Und da ist Kohle, okay. Falsches Material. Wo kommen die Salze her? Gute Frage, ne? Da. 25 Tonnen, 15 Tonnen Schüttgut. Kommt mir so vor, als ob das ein bisschen wenig ist, was da durch die Gegend fährt, oder? Da fahren die sowieso nicht lang. Wo ist denn das Salz? Ist das hier oben? Ja. Da müssen wir mal ein paar mehr Fahrzeuge haben, ne? Salze, lauter ist das, okay. Ich glaube, das können wir zumachen. Irgendwo steckt einer fest. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Wer steckt hier fest? Wo ist was schiefgelaufen? Das ist ein Sackbahnhof, ne? War der immer so? Muss wohl so sein. Wer fährt denn jetzt mal hier raus? Der blockiert. Dann ist der auch blockiert. Ah, der ist zu lang, der steht auf Strecke, ey. Fahrplan. So. Lassen wegfahren ist egal. Ich hoffe, das geht dann wieder. Aber dann ist das hier ein Problem, ne? Da müssen wir den Bogen hier größer ziehen. Kann das sein? Jetzt fährt der da rein. Da ist der andere gar nicht reingefahren, ne? Schrecklich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das sieht jetzt gerade alles nicht so prickelnd aus hier. Der ist auch zu lang hierfür. Die treffen sich bestimmt nicht da wieder. Ich lasse das erstmal so. Hier geht jetzt nichts rein. Wir sind immer noch beim Salz, ne? Ein Salzzug muss hier noch fahren. 2000 Tonnen Salz sind hier schon. Und wo ist jetzt der Salzzug hin? Gibt es den überhaupt? Da kommt er, wa? Er hat Schüttgut geladen, aber das ist das Falsche, oder was? Ja, der schafft mal 342 Tonnen, bringt jetzt gerade ein bisschen Kohle mit. Okay, die Kohle, der gleich wieder hier laden, denke ich mal. Ja, okay, dann ist es jetzt nicht so prickelnd vielleicht. Machen wir mal nicht laden und dann, wenn er das Entladen hat, dann schicken wir mal ins Haus. Und der kann auf jeden Fall länger werden, wenn. Wenn er leer ist, kommt er ins Depot.
Jetzt ist er leer. Zum Depot. Dann ändern wir da auch die Lok. So, steckt fest, ist erledigt. Ah, jetzt habe ich hier einen stehen, der da feststeckt. Super, oder? Das bedeutet, wir müssten jetzt mal schauen, dass wir hier noch irgendwo was hinkriegen, ne? Mach mal hier 160er Gleise. Hier lang. Hier müssen wir was aufschütten. Und da auch noch was aufschütten, oder? Nee. Ja, lassen wir so. Ach so, da fehlt uns jetzt der Bahndamm noch. Den da. Ich wollte den langziehen, geht gar nicht. Keine Ahnung, wo es daran wieder hapert. Gut. ...160 war das, ne? Müssen wir da auch anschließen. Und dann auch Strom dran machen. Aber der Diesel fährt da auch so hin, sehe ich gerade. Naja, passt aber erstmal. So, dann ist der da auch weg. Steckt nicht mehr fest. Er hat das Depot verlassen, das passt. Hier ist niemand mehr. Und da ist auch niemand mehr. Gut. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich wieder dahin komme, wo ich das machen wollte. Wo war das denn jetzt? Da unten. Hier zum Depot wollten wir. Da ist der Zug drin, ne? So, mach das zu. Dann kann ich, glaube ich, schon auswählen. Ne? Ja, da ist er. Oh, das sind alles veraltete Anhänger. Ne, Waggons. Und wir brauchen das für Salze. Ne, das war hier. So, und der ist schon veraltet. 85 Tonnen. Genau das wollte ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie lang ist das da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12er länger. Wie viel haben wir? Halt es 7. So passt's. Lok da dran, und zwar war das die. Ah, die ist jetzt hinten dran, glaube ich. Schiebebetrieb, egal, dann fährt die halt so. Zack, erledigt. Habe ich das jetzt umgestellt auf Laden? Habe ich das bei der auch gemacht? Achso, die steht hier unten. Da ist alles gut. Aber bei der anderen muss ich, glaube ich, noch das Entladen, Beladen machen, ne, oder? Wo ist denn der jetzt lang gefahren? Da steckte wohl einer mal fest, oder? Und der auch. Jetzt bin ich wieder weggesprungen, ich Held. Dann müssen wir über die Karte gehen und hier hingehen. Und hier muss ich irgendwo der Zug rumfahren. Mit den Salzen, ne? Oh, ich weiß nicht, wo der ist. Lass erstmal nach da hinten gucken, aber da war er ja nicht, ne? Nein. Wo bringt er denn die Salze hin? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Nach da unten nicht, dann muss er einfach nach oben gefahren sein. Da ist er doch, oder? Ja. Fahrzeugdetail. Ne, nicht laden ist doch nicht aktiv. Ich dachte, das wäre okay, dann passt es aber. Der schiebt da jetzt schön vor sich her. Ist auch mal eine Sache, ne? Ist auch mal schön zu sehen. Gut. Dann lass uns den gerade auch auswählen. Einmal dahin. Gucken, wie er voll wird oder auch nicht. Er hat da ja gar nicht geladen. Ist ja Quatsch. So, jetzt kommt er daher.
und passt da gut rein. Alles ist prima und Salz kommt da auch rein, aber da ist auch Kohle drin, ne? Tatsächlich. Das hat ja gut geklappt, ne? Warum fährt der andere hier die Kohle nicht? Auch weil der. Hä? Verstehe es, wer es will. Hier sind noch 154 Tonnen Kohle, die aber hier nicht drin sind. Falsches Ziel oder was? Ah ja, falsches Ziel. Der fährt ja wahrscheinlich hier hinten hin, ne? Na, da fährt er wohl hin. Schätze ich mal. Deswegen hat der andere das mitgenommen. Kriegen wir zu sehen, wenn er fährt? Wohl nicht. Da ist was überfüllt. Ah, passt alles. Okay, das sehen wir jetzt nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Gut, das heißt, wir haben die Strecke elektrifiziert, haben Züge ausgetauscht und das müssen wir in der nächsten Folge dann noch weiter gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.